dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die digitale Kompetenz weiterhin zu entwickeln und dass jeder Einzelne für sich den besten Weg finden kann. Aber dafür muss es Angebote geben. Ja, also ich bin Christine Redeker. Ich arbeite an der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission. Die gemeinsame Forschungsstelle, auf Englisch Joint Research Center, JRC, hat viele Institute ganz über Europa und ich arbeite an einem, das in Sevilla den Sitz hat. Und dort arbeiten wir zu vielen, vielen Themen, die für die Zukunft Europas wichtig sind. Und eins davon ist eben Bildung und Digitalisierung. Und an dieser Schnittstelle arbeite ich. Das handelt sich um ein Kompetenzmodell, was versucht zu beschreiben, welche Kompetenzen Lehrende, und damit meinen wir alle von Kindergarten über Schulen, Hochschulen, Erwachsenenbildung, auch Berufsbildung, auch Sonderschulpädagogik, was also Lehrende in diesen Bereichen für Kompetenzen haben müssen, um digitale Medien sinnvoll einzusetzen. Also in diesem Kompetenzmodell haben wir einmal einen Kernbereich, der besteht aus vier Bereichen, wo wir versuchen zu beschreiben, wie innerhalb des Unterrichts und der Lehre digitale Medien sinnvoll eingesetzt werden. Und da geht es uns nicht primär darum, dass man Projektoren bedienen kann. Im Gegenteil, uns geht uns darum zu beschreiben, was ein sinnvoller Einsatz ist, wie man also didaktisch, methodisch, pädagogisch sich weiterentwickeln kann und bessere Strategien entwickeln kann, wenn man digitale Medien einsetzt. Diese vier Bereiche, da geht es einmal um das Identifizieren und Erstellen digitaler Inhalte. Da geht es halt um die konkrete Anwendung im Unterrichtsgeschehen. Und dort ist uns ganz wichtig zu sagen, dass das richtige Potenzial darin liegt, die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler, der Studierenden, der Teilnehmenden an Fortbildungen zu stärken und auch ihre Kollaborationsfähigkeit. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, da geht es natürlich darum zu überlegen, wie kann ich Lern- und Leistungskontrolle besser gestalten? Wie kann ich auch den ganzen Lernprozess besser begleiten mit digitalen Formaten zur Selbstkontrolle und Fremdkontrolle? Und dann haben wir einen Bereich dazu gefügt, der ein bisschen innovativer ist. Der heißt auf Englisch Empowering Learners, wo es uns wirklich darum geht, den Lernenden in den Fokus zu stellen, jeden Einzelnen und zu überlegen, wie kann ich jedem Einzelnen Bildungsangebote machen, die ihn oder sie persönlich weiterbringen. So, das ist so der Kern des Rahmens. Und darüber hinaus gibt es zwei Flügel, sagen wir oft dazu, die betreffen zusätzliche Aspekte, die man nicht vergessen sollte. Und das einerseits für den Lehrenden als professionelle Lehrkraft, als professionellen Lehrenden, seine eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln im Bereich digitales Unterrichten oder durch digitale Medien und andererseits eben auch die Kommunikation rund um das Lehren zu verstärken mit der Bildungsorganisation, mit den anderen Beteiligten, wie Eltern zum Beispiel im Schulkontext, und aber auch mit der Außenwelt, die Schulen und die Universitäten besser zu vernetzen. Das ist so die Seite der persönlichen Entwicklung, ne? als jemand, der den Beruf Lehrender hat. Und auf der anderen Seite halt bei all dem, was man tut, nicht außer Acht zu lassen, dass auch die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden ihre eigene digitale Kompetenz entwickeln sollten. Dass ich also Lernangebote mache, durch die neben der inhaltlichen Kompetenz, der Fachkompetenz, auch die digitale Kompetenz entwickelt wird. Im Moment arbeiten wir zusammen mit Estland, Finnland, Portugal, Spanien und Italien. Wir haben etwas losere Zusammenarbeiten mit Litauen, mit Russland auch. In Deutschland besteht großes Interesse. Also wir strecken unsere Fühler aus und jeden Tag landet in meiner E-Mail-Box eine neue Anfrage und ein neues Interesse. Aber wir sind erst ganz am Anfang, denn das Framework ist recht neu. Und was genau sich davon dann auch in umsetzen lässt, wissen wir noch nicht genau. Wie kann man dieses Kompetenzmodell in die Praxis überführen? Und da haben wir im Moment ein Selbsteinschätzungstool entwickelt, das wir pilotieren wollen. Und das pilotieren wir jetzt ab heute in Deutschland. Wir haben es auf Deutsch zur Verfügung gestellt in drei Versionen. Eine Version für Schulen, eine für Universitäten und eine für die Erwachsenenbildung. Weil in Deutschland ein großes Interesse auch ist, zum Beispiel von den Volkshochschulen, was wir sehr schön finden.
Und in der nächsten Phase werden wir dann die englische Version in weitere Sprachen übersetzen. Und eben in den Ländern, die ich genannt habe, besteht ein Interesse, das Tool dann auszuprobieren. Sodass wir hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres viele Übersetzungen haben und viele erste Versuche und Pilotierungen. Und dass wir dann Ende nächsten Jahres ein richtiges Tool in allen Sprachen zur Verfügung haben, was dann Lehrer nutzen können, um ihre eigene Kompetenz besser zu verstehen. Und dieses Tool basiert halt auf den Kompetenzen im Modell. Und es geht darum, dass Lehrende sich damit auseinandersetzen, was gehört zu meiner digitalen Kompetenz und wo stehe ich in etwa. Sich also selber einschätzen können, wo sehe ich mich, um besser zu verstehen, wo sie ihre eigenen Stärken sehen und aber auch ihre eigenen Entwicklungsbereiche. Das ist die Schlüsselfrage. Und das ist etwas, wo die Europäische Kommission sich dann zurückziehen muss. Denn das ist eine Frage sowieso der Mitgliedstaaten oder in Deutschland der Länder. Aber darüber hinaus möchten wir da auch, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die digitale Kompetenz weiterzuentwickeln und dass jeder Einzelne für sich den besten Weg finden kann. Aber dafür muss es Angebote geben. Das heißt, es muss jetzt für jeden Einzelnen konkrete Angebote geben, zwischen denen er wählen kann. Und die können wir nicht auf europäischer Ebene entwickeln. Die müssen lokal vor Ort entwickelt werden oder eben von den Landesregierungen zur Verfügung gestellt werden. Das kann sich also um formale Trainings handeln, es kann sich um MOOCs handeln, es kann sich um Mentoring-Programme handeln. Da kann man ganz, ganz viel ausprobieren. Aber in der Tat ist das der wichtige Schritt zu sagen, okay, wir erkennen, wo wir stehen, was machen wir damit? Und da muss dann auch ein Angebot darum gestrickt werden.